Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ja, und da sind wir wieder. Wir hatten gerade einen kleinen Nahrungsengpass und fliegen jetzt gerade mal hier wunderschön über die Stadt. Und ich weiß gar nicht, ja, Nahrung trifft es vielleicht nicht ganz. Es war im Allgemeinen eigentlich eher Verbrauchsgüter. Oh, hier ist gerade Parade. Oder mal langlaufen? Ich glaube ja. Wir nehmen die Parade mit. Zack. Ah, hier wird gefeiert. Ich glaube, das ist Erntedankfest oder sowas. Was hast du hier Schönes? Wunderbar. Ja, wir haben gerade ein bisschen schnell eingestellt, fällt mir auf. Oh, mal langsamer. Wir wollen das hier. So, kommen wir einfach von der einen Seite. Party! Ja, wir werden gleich mal ein bisschen gucken, dass wir unsere Verbrauchsgüter wieder ein bisschen in den Griff kriegen. Hier ist Papa gesagt. Hier wird getanzt und gemacht. Ist ja absolut abgefahren. Way. Der Esel. Ah, das ist schon cool. Das mit dem Boden stört mich ein bisschen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber egal. Ich genieße das trotzdem. Hier durch die Straßen zu ziehen. So, hier lang müsste zur Kirche gehen. Ist ja noch mal angucken. Oh, ist noch ein bisschen karg. Könnte mal einer mit dem Rasenmäher kommen. Kein Anstand hier. Er ist verkommen gelassen. Ah, die Kirche sieht man gar nicht mal richtig. Da hinter den Bäumen ist sie, glaube ich. Ja, hier hinten ist noch ruhig. Wohnen noch nicht viele Leute. Da ist die Kirche. Gucken wir uns die doch mal an. So lange können die Leute noch warten. Müssen die halber so ein paar Stofflappen tragen. Also durch. Oh, guck mal an. Der Pastor ist sogar da. Na, Keule, was geht ab? Er malt. Wen auch immer. Ne, ihn auf jeden Fall nicht. Nun geht er wieder rein. Haust du rein. Spielstand gespeichert. Zack, und weg ist er. Spielstand gespeichert, sagt mir. Ja, dann machen wir mal weiter. So. Was haben wir hier für Warnmeldung? Es hat gebrannt. Ja, das hat, stimmt. Hatten wir gerade hinter uns. Unsere Schnapsproduktion hat ein bisschen gelitten gehabt. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie schaut es denn aus? Wir kriegen wieder mehr Fische. Alkohol müsste sich eigentlich gleich erholen, dadurch, dass wir hier zwei neue gebaut haben. Klamotten ist noch so ein Ding. Aber da bauen wir jetzt einfach nochmal so eine schicke kleine Plantage hier. Plantage. Blödsinn. Schäferei. Zack, zack, zack. Dann hat der auf jeden Fall auch genug. Ja, alles voll ausgelastet. Wir brauchen nochmal einen extra, damit wir ein bisschen Luft haben. Oh, ein bisschen anders, aber dann können wir die machen. So. Fisch haben wir auch gerade für gesorgt. Schnaps haben wir für gesorgt. Ja, das läuft doch. Bier haben wir gerade angesetzt. Stimmt. Und jetzt sind die auch fleißig bei. Oh, nee, umsetzen will ich dich nicht. Läuft auf 100%. Läuft auf 100%. Herrlich. Die Bilanz stimmt auch wieder. Hier können wir noch ein paar Einwohner ranholen. Ne, die Bauern sollen ja jetzt ein bisschen was arbeiten. Ja, ein paar brauchen wir auch noch. Und denn? Oh. Hier ist die Kirche ein bisschen zu weit weg. Beide Kirchen. Das ist ja komisch. Wird das besser, wenn ich hier noch eine Straße hinsetze? Gucken wir mal. Unwesentlich. Das ist ärgerlich. Aber hier hinten generell ist nicht so pralle, ne? Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir hier noch keinen Weg haben. Wir haben echt viele Steine. Ich glaube, wir werden jetzt mal anfangen, hier ein bisschen Steinwege zu ziehen. Einfach nur, weil es schöner ist. Boah, hier passt, ach, als wäre es gewollt, noch eine Hausreihe lang. So, und dann gucken wir mal, wie sieht es denn mit dem Glauben jetzt aus? Es kommt hier schon mal ein bisschen besser hin, aber hier ist immer noch...
Nicht ganz optimal, ne? So, wie sieht's mit Bildung aus? Braucht ihr gar nicht. Ihr braucht Bildung. Habt ihr auch schon. Wir könnten tatsächlich auf die nächste Bevölkerungsstufe aufsteigen. Das ist ja schön. Aber ich glaube, eine Polizeiwache gönnen wir uns noch. Kostet 50 Bilanz. Das ist nicht die Welt. Hier schön gegenüber von der Schule. Damit da immer die Randale gleich eingegrenzt werden. Die hat auch gar nicht so viel Reichweite, sehe ich gerade. Bräuchte man wahrscheinlich dann auch zwei von. Ich wollte es aber eigentlich auch gar nicht so weit kommen lassen, dass wir hier Randale haben. Ach komm, was soll der Geiz? Hier eine. Und was kann man damit? Oh, da unten. Nee. Ich bin unzufrieden. Machen wir trotzdem. So, da auch eine hin. Wir haben schon mal für Safety gesorgt. Wie sieht es denn mit Bildung aus? Wir haben da eine Schule. Hier hinten ist dann schon wieder eng. Aber dafür die paar Pesels dann auch noch eine bauen, ist auch Quatsch. Und hier ist eigentlich alles grün. Sehr schön, zweite Schule brauchen wir nicht. Dann haben wir jetzt 91 Arbeiter. Das heißt, ich würde sagen, wir rüsten die hier noch auf und die auch. Und dann könnten wir eigentlich schon mal in die nächste Stufe übergehen. Jetzt überlege ich, ob wir vorher noch ein bisschen ausbauen. Mit allem. Weil wir kriegen dann ja mehr Menschen. Und mehr Menschen bedeutet mehr Bedarf. Mehr Bedarf von allem. Ich glaube, wir nehmen noch zwei Kartoffelfelder hier. Und zwei Destillen. Und nochmal zwei Kleidungshainis. Ja, das machen wir. Safety first. Hier wollte ich eigentlich Destillen bauen. Ach, scheißegal. Scheißegal. Was soll der Geiz? So, da komplett rüber. Und hier kommt dann nachher noch eine. Das heißt nachher, jetzt gleich. Warum? Ich habe doch hier den Acker gesetzt. Was soll denn das? Schweinerei hier. Weg damit. Und ist für dich. Vollkommen die zwei auch noch weg. Ich kriege hier Geld geschenkt. Das finde ich super. Zu viele Transporter. Ja, da müssen wir was gegen tun. So. 72 von 72. Jetzt aber. Und hier noch ein Kartoffelacker hin. So. Mach voll den Laden. So. 72. Und ich glaube, gönnen wir uns hier noch irgendwo ein Lagerhaus. Ich glaube hier so. Das ist auch doof. Das ist echt doof. Du bist auch voll überlastet. Alter Vater. Ja, wird Zeit für die nächste Bevölkerungsstufe. Dringend. So. Beschleunigen wir mal die Transportwege etwas. So. Hier noch ein Lager. Und dann brauchen wir noch zwei Destillen. Zack. Wo bauen wir die hin? Nee, das ist verschenkt. Das will ich nicht. Dann bauen wir die hier neben. Bauen wir sie daneben? Ja. Machen wir. Oh, machen wir einfach. Wir gönnen uns das mit dem Platz. Ganz zu dürfen wir nicht machen. Hier sind Viererfeldner. Können wir im Zweifelsfall nochmal um zwei erweitern. So, haben wir auf jeden Fall davon genug. Jetzt kommen noch zwei Schäfereien. Zack und zack. Oh, das ist ja unschön. Das missfällt mir. Egal. Das lassen wir jetzt so. 1, 2, 3. Haben alle genug. Und dann noch zweimal Weberei. Können wir, glaube ich, auch hier hinbauen. 1. Und weil das hier sonst doof aussieht, 2. So. Ein bisschen den Transport beschleunigen. In Anbetracht unserer
unserer vollen Karren wahrscheinlich keine schlechte Idee. Geht das alles ein bisschen flotter. Und dann brauchen wir schon wieder Bauern. Ich krieg einen Rappel, ey. Ich sage, man braucht echt Unmengen an Bevölkerung. Aber gut, machen wir erstmal hier dicht. Das ist ja, das ist doof. Das gefällt mir so nicht. Dann mache ich hier lieber eine einzelne Häuserreihe nehmen. So. Und hier so eine doppelte. So. Und dann ist das schick. Pflasterstraße. Pflasterstraße. Und hier auch einmal durch. So. Baumaterial fehlt. Oh. Habe ich es übertrieben. Das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Denn wir brauchen die ja gleich zum Upgraden der Häuser. Aber okay. Geht die Welt nicht von unter. Noch nicht. Ist aber jetzt ärgerlich. Das geht mir jetzt auf den Sack. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich glaube, ich hätte auch ganz gerne noch eine zweite Lehmkuhle. Denn Stein wird jetzt immer wichtiger werden. Eigentlich schon fast im Minutentakt. Aber das hier ist auch wieder direkt nachher in der Bebauungszone. Das stört mich, das stört mich, das stört mich. Was habt ihr denn? Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen. Eine Fotoaufgabe. Ja, komm. Was soll ich denn aufnehmen für dich? Sag mal. Da. Die Hochzeit wird in einer Kirche ihrer Stadt gefeiert. Suchen Sie nach einer jubelnden Menge. Das machen wir. Wo ist denn eine jubelnde Menge? Hier schon. Ups. Das sollten wir noch schnell beheben vorher. Jetzt halt hier einen Feldweg. Stellt euch mal hier an. Ja, das wird gleich besser. Obwohl, das könnte jetzt schon... Ah, Kotzgrenze wahrscheinlich mit dem Marktzentrum. Ja, müssen wir hier dann nachher noch eins bauen. So, wir haben ja nicht so viele Kirchen. Ist das eine jubelnde Menge? Ich glaube, das ist eine jubelnde Menge. Ja, hier ist Hochzeit. So. Ach, schöner Winkel. Näher ran an Boden, aber gut. Zack. Und Foto abschicken. Was kriegen wir Schönes? Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Zweimannsäge. Handelskammer. Produktivität plus 35%. Spielstand gespeichert. Von was ist die Frage? Ne? Die kann man übrigens hier einsehen. Wir haben jetzt schon eine Bootsfrau. Können wir aufs Schiff setzen. Genau. Bauwerkzeuge. Die können in der Hafenmeister rein. Repariert sich das hier rundherum alles schneller. Wird nach Gebrauch zerstört. Na gut, ist zur einmaligen Nutzung. Aber das hier ist interessant. Expeditionsbonus. Geschick plus 15 ist natürlich auch cool. Ja, damit könnten wir endlich unsere Holzfällerbetriebe aufmöbeln. Aber die haben das überhaupt nicht nötig. Wenn dann würden wir das eher mit einer Köhlerei machen. Aber das ist nachher auch relativ wurscht, weil... Da gehen wir dann dazu über, hier Steinkohle abzubauen. Und können dann diese hässlichen Köhlereien abreißen. Oh, der hat ein bisschen viel zu tun hier. Ja, wir holen mal wieder eine Baustoffe ran. Und ich glaube, erstmal bauen wir hier auch nochmal so ein Lehmteil hin. Ich hasse Warten. Eine Ziegelei, noch eine Ziegelei und dazu gibt es noch ein Lagerhaus. Zack. So. Zack. Zack. Kein Lagerhaus in Reichweite. Ups. So. Uns geht das Material aus. Ja, das hat sich gleich erledigt. Bleibt mal locker. So, dann können wir nämlich auch bald anfangen, ein bisschen zu verzieren. Oh, noch eine Aufgabe. Nochmal Fotografie. Schön. Helfen Sie einmal. Ich glaube, ich soll von der Ziegelei ein Foto machen. Dann machen wir doch glatt. Das geht ja ratzfatz. Zack. Ne. Meine Arbeiterklasse hier. Foto abschicken. Läuft. So, jetzt brauchen wir mehr Arbeiter. Oh, ist das Schönes. Und jetzt kann man... Oh, weniger Arbeitskräfte erforderlich. Das ist auch ganz cool.
Aber jetzt ziehen wir erstmal hier unsere. Warum gehst du nicht? Was, der Marktplatz ist da hinten? Bist du bescheuert oder was? Nicht gut zu Fuß oder wie? Alter. Ich baue jetzt nicht für dich, Pesel, hier nochmal einen Marktplatz hin. Das kannst du voll vergessen. Du kriegst hier eine Straße und dann sei glücklich. So. Besser? Das Leben hier, ja, ist gereicht. Meine Güte. So. Immer weniger Bauern. Aber wir brauchen eigentlich mehr Bauern. Denn wir wollen ja weiter upgraden. Zack. Also noch mehr Bauern. Hässlicher Haufen, ey. So, und damit sollten wir dann die hier noch hochziehen können. Machen wir einfach mal. Ich glaube, wir brauchen 80. Egal. Die kommen. Wenn du es baust, werden sie kommen. So. Auch schick. Da kommen mal ein paar Bäume zwischen. Hier, ein paar Ulm. So. Habt ihr sogar ganz schön bei euch. Hier können wir eigentlich auch mal. Zack, zack, zack. Scheiße. Verklickt. So, kommen ein paar Blumen hin. Ne, nicht, dass sie sich am Ende noch beschweren. Hier wäre nichts los. Ne, da will ich auch Bäume haben. Bobo Ulm. So. Seht ihr. Ist doch ganz schön bei euch. In eurer kleinen Barackenstadt. So. Und dann haben wir jetzt ordentlich Steine. Wir haben ordentliche Arbeiter. Das heißt, es wird Zeit. Sie haben Batz! Ein neues Zwischenziel erreicht. Für Handwerker. Endlich. Achso, füllt sich gerade auf. Gut. Jetzt haben wir Handwerker und können Dosenfutter machen. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber erst brauchen wir ein vernünftiges Schiff. Holen wir uns erstmal eine Fregatte. Wenn das fertig ist, dann geht's los. Was ist hier los? So, und jetzt... Du bist auch schon wieder überfordert. Meine Fresse. So, 20 Holz. Upgrade. Hier scheint das jetzt besser zu laufen. Und wie sieht's hier hinten aus? Der kommt auch zurecht. Hätte ich nicht gedacht. Der ist auch noch Stufe 1. Der kriegt, glaube ich, gleich mal ein Upgrade. Spielstand gespeichert. Wenn wir genug Holz haben. Da ist auch eine schöne Fregatte im Baum. Ist das nicht auch? Ich mag dieses Spiel ja, ne? Unglaublich. Können wir das Ganze da rangucken? Fischereipier. Der Segelmacher in einer Idylle. Nochmal drüber schauen? Na, das ist ja hier. Neben all den anderen Spitznamen haben wir zu wenige Landarbeiter. Das hat sich doch schon längst erledigt. Wasch mal einmal kurz drunter, ey. Das ist nervig. So, uns fehlt es an Bauern. Warum fehlt es denn an Bauern? Fehlt schon wieder irgendwas? Warenhandel. Fische. Dringend Fische. Mehr Fische, 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 Fische. Die sind so am Engen, ne? Hier wäre noch eine Küste. Hier ist auch noch eine. Wir nehmen, glaube ich, die. Schiff vom Stapel gelaufen. Schön. Eins, zwei, drei Fischerhütten gleich. Dazu gibt es ein schickes Lagerhäuschen. Ja, nun bleib mal locker hier. Und Straße sollt ihr auch kriegen. Oh, Strand lang. So. Haben wir auch genug Nahrung. Uns fehlen Waren. Wieso fehlen euch Waren? Achso, weil die jetzt wieder ein bisschen beim Segelmacher gebraucht werden. Ja, das kommt von ganz alleine. Bleibt ruhig. Und weil das Lagerhaus recht weit weg ist, ne? Ja, die kriegen jetzt nach und nach alle Upgrades. So, fehlt's an noch irgendwas? Fischer haben wir genug. Wieso ist kein Bier da?
Wieso haben wir kein Bier? Was ist hier los? Wie viel Hopfen haben wir denn? Boah, guter Überfluss. Das heißt, wie sieht es mit Weizen aus? Weizen ist natürlich eng. Ich sage aber, man braucht so viel Weizen. So, und zu weit können wir ja auch nicht mehr rübergehen. Da kommt dann langsam die Schwerindustrie. Nö. So will ich das nicht. Mach mal weg hier. Nicht upgraden. Abreißen. So, zwei davon weg. Und mehr Weizen. Viel Weizen hilft viel. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh. Jo, das kann jetzt eine Explosion erschüttert eine ihrer fleißig runterbrennen. Da kommt die Feuerwehr auch nicht mehr rechtzeitig an. Gut. Flammen wurden gelöscht. Ja, halb so wild. Bauen wir neu. Aber das gibt immer gleich Negativschlagzeilen, das ist ein bisschen assi. Da ist auch keine Feuerwehr mehr in der Nähe. Was brauche ich jetzt? Glas, ne? Ja, ich brauche Glas. Ich brauche Glas. So, und Handwerker. Die wollen jetzt Fleischkonserven haben. Und das ist ein richtig fetter Rattenschwanz. Alter Johnny. So, Eisen haben wir sowieso, das ist nicht das Problem. Aber wir brauchen die Großküche. Und für die Großküche brauchen wir Glas. Ne, also so in jeder Bevölkerungsstufe kommt eigentlich so ein neuer Baustoff dazu. Ne, hier ist es jetzt das Glas, hier vor waren es die Ziegel. Und das muss man eigentlich immer erstmal vorab erledigen, bevor man zu irgendwas kommt. So, wie sieht es denn mit Baumstämmen aus? Haben wir da genug? Ja, ihr seid alle an der Kurzgrenze. Ja, wir haben genug Bäume. Und genug Bretter gerade auch. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur um Quarz und um Glas kümmern. So, da brauchen wir Arbeiter für, da brauchen wir Ingenieure für. 100 sogar gleich, meine Fresse. Gut, haben wir überhaupt Quarz hier? Ich glaube nicht. Ich brauche einen Spezialisten. Geleitschutz, nee, das können wir uns noch nicht leisten. Nee, mir fehlt es an Schiffen, du blöde Kuh. Also halt's Maul. Steinkohle, ja kacke, noch eins. So, und dafür brauchen wir Handwerker. Beziehungsweise hier Arbeiter. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir hier Quarz haben. Steinkohle, Eisen, Steinkohle, Kupfer, Eisen. Ach nee, das zieht man. Ah ja, warte mal. Moment, das zieht man hier aus dem Meer raus. War das nicht so? Ja. So eine Meeresproduktionskacke. Hm. Oh, hier nehmen die Fischer. Zack, gar kein Ding. So, und dann kommt eine kleine Glashütte. Das ist ein ganz schönes Gebäude. Das ist so eins von denen, die hier vorne schon hinkommen. Ja, das sieht ganz cool aus tatsächlich. Passt auch zu den Dächern. Ich finde das schick. Kommt dahin. Du kriegst noch einen Weg. Aber einen Steinweg. Generell. Fangen wir mal damit an. Mehr Steinwege zu bauen. Nach und nach immer mehr. Ne, weil sonst... Ah, fuck. Das wollten wir nicht. Das kommt wieder weg. So, hier kommt auch eine Steinstraße lang. Ich habe auch die Verteilung noch gar nicht so richtig verstanden. Also es ist nicht ein Teil pro Feld. Also ein Stein pro Feld. Ne, also wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Felder. Und wenn ich die mal baue, kostet mich das nur 5 Stein. Das kommt irgendwie nicht ganz hin. Aber gut. So, ja, du brauchst Glas. Ich habe das verstanden. So, Glas haben wir jetzt schon mal hergestellt. Jetzt brauchen wir aber noch Fenster. Dafür brauchen wir auch nochmal 100 Ingenieure. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein bisschen upgraden. Ich würde sagen, wir nehmen gleich die andere Seite. So, da gehen uns dann 200 Arbeiter flöten. Dafür kriegen wir aber 200 Ingenieure. Was hast du? Dampf wird das... Mit eurer Hilfe wird es kaum gelingen. Eine Lieferaufgabe.
Ja, komm. Sieben Segel. Ja, erledigt. Das ging fix. Neue Gebäude freigeschalten. Oh. Ah. Das Varieté. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Springbrunnen freudvoller Neuigkeiten. Lateinersiegel, okay. Gut, Gerichte über unentdeckte Gebiete machen die Runde. Wir sollten ihnen vor unserer Konkurrenten auf den Grund gehen. Ja, machen wir auch. Ne, jetzt stoßen wir langsam in die zweite Region vor. Und müssen dafür jetzt erstmal unser Schiffchen ausrüsten. Erstmal müssen wir eins auswählen. So, wir haben hier dieses blöde Kanonenboot. Das schicken wir aber nicht los. Sondern nehmen hier die Fregatte. So, wir brauchen Ration. Da können wir uns aussuchen, was wir nehmen. Wir nehmen Wurst, etwas bessere Ration. Wir brauchen Geschick, da haben wir ein Item für. Hatten wir ein Item für? Hilft das? Das hilft auch nicht. So, Redegabe. Kannst du nicht reden, Bootsfrau? Auf jeden Fall gewinnt die da eine Menge an Moral durch. Gut, aber dann wird's schwieriger. Geschick. Oder Handwerker anzuheuern. Ja, wir haben beides nicht. Wir haben weder Handwerker noch sonst irgendwas. Redegabe haben wir auch nicht. Geh mir jetzt hier auf den Puffer. Ah, hier haben wir noch was. So, da haben wir jetzt das Geschick. Das bringt uns hingegen nichts. Alte Glocke bringt uns auch nichts. Hm. Was nehmen wir denn da noch mit? Was nehmen wir denn da? Fisch bringt nichts. Schnaps? Bringt doch Redegar oder was? Hm. Ja, macht aber auf jeden Fall die Moral voll. Dass das fehlt, ist doof. Dass das fehlt, ist auch doof. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, unser Getreide steigt übrigens, das ist schon mal gut. Stahlfell, das ist nicht so wild. Ich glaube, wir ziehen... Ah, hier, noch ein bisschen Schnaps mit, damit es voll ist. Und dann sollte das reichen. Dann kann die Epiphania, die künstlerische Eingebung, losziehen. Expedition beginnen. So, die holt jetzt hier alles ab und dann... Düst die los. Unsere Bilanz sagt, wir können uns auch noch ein Schiffchen leisten. Haben jetzt aber zu wenig Arbeit. Und brauchen da Feuer für Feuer wieder Bauern. Mehr Gesindel. Das musste jetzt in Druck gehen. Ja, ist okay. Ich nehme mir das nicht übel, Keule. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Oh, für euch lieb von dir. 450 Münzen. Herrlich. 4500, ne? Also ihr seht, Kohle bis zum Abwinken. Meine Fresse. Nimmt kein Ende. Weiß man gar nicht, wie man es zuerst ausgeben soll. So, ausbauen. Zack. Obwohl, doch. Ich weiß, wie ich das schnell ausgeben kann. Das mache ich auch gleich mal. Zeige ich euch gleich. So. So. Straße lang. Ne, da ziehen wir keine Straße lang. Die machen wir hier. So. Ja, fangt nicht gleich wieder an zu heulen hier. Schrecklich. Euer Gemaule. Die ziehen da jetzt fleißig ein. Nee, was wir jetzt machen werden ist, wir kaufen hier ein paar Anteile. Boah. Die hat echt schon Ingenieure. Nicht schlecht. Ich bin echt zu langsam für dieses Spiel. So. Okay, 187.000 ist ein bisschen sehr teuer. Ah! Und der sitzt hier schon auf der Insel. Kaufen wir gleich mal. Hier. Mögen wir eines Tages an diese Küste. Sie erwarten, Scheiße, die wollten wir eigentlich haben. Auch meine Ideen. Oh, entschuldigt. Da war wieder was in der Nase. So, da bleibt eigentlich nur noch die hier übrig. Und da werden wir dann auch ganz fix mal übersiedeln. Du begibst dich auf ein Abenteuer? Ist mein Schiffchen schon fertig? Wenn der alte Willy es dir gleich tut. Es ist gleich fertig. Das beladen wir dann einmal und dann siedeln wir da hinten schon mal drauf. Damit wir die auf jeden Fall haben. So, hier gibt's, haben wir irgendwas noch nicht. Irgendwas Wichtiges. Hier sind wir drauf. Was haben wir hier? Schon irgendwo Paprika. Hier gibt's Paprika. Gibt's keine Paprika. Haben wir auf unserer eigenen Insel Paprika?
Das ist ja schon mal schön. Die brauchen wir nämlich gleich für unsere lecker, lecker Dosenfutter. Paprika und Rind. Schiff vom Stapel gelaufen. So, das können wir tatsächlich alles außerhalb der Insel fertigen. Das sind nur Bauern. Das macht sich dann leichter. Müssen wir sich hier fett haben, da haben wir lieber noch eine Handelsroute. Das heißt, wir brauchen noch eine Insel mit Paprika. Und ich würde die hier bevorzugen. Also, Schiffchen beladen. Und feuerfrei. Wieso? Ach, wir haben hier noch keine Glasproduktion gestartet. Das machen wir erstmal noch. Wo ist vorne, wo ist hinten, ist manchmal die Frage. Aber gut. Zack. So. Du kriegst jetzt erstmal ordentlich Bretter und ein bisschen Stahl. So. Stahl hat übrigens diese Werkzeuge der früheren Anno so ein bisschen ersetzt. Finde ich eigentlich schade. Haltet sie auf Kurs. Ich fand Werkzeuge sympathisch. Aber gut. So, der Dorsch ist unterwegs. Ein Schiff erster Klasse. So, und dann kriegen wir jetzt langsam Glas, dann können wir die auch wieder ausbauen. Fehlende Ware, fehlt was fehlt dir denn? Einiges an Material. Sich schnell erledigt. So, und der letzte Akt des Tages wird tatsächlich jetzt, dass wir hier erstmal alles schick mit Steinstraßen machen. Das hält ja keiner mehr aus. Zack, einmal schick. Zweimal schick. Nochmal schick. So. Das ist doch gleich viel schöner. So. Auch. Und hier auch jetzt keiner. Ah, verklickt, egal. So. Hier nochmal lang. Und hier nochmal lang, da nochmal lang. Und jetzt haben wir erstmal keine Steine mehr. Aber egal, es ist schon mal besser. Ne, die müssen hier nicht im Dreck rennen. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir vor heute erstmal wieder Feierabend. Ne, wir können uns das hier alles noch ein bisschen angucken. Unsere Ingenieurshäuser, Handwerkerhäuser, okay. Nicht Ingenieure, das ist die nächste Stufe. Das finde ich ja extrem hässlich hier. Warum ist das so? Das will ich anders haben. Dreh das mal. So ist doch schön. Und ja, genießen wir nochmal die Landschaft. Das ist auch so hässlich. Warum ist das so? Ich will das nicht so. Ja, so will ich das. So fühlt es gut. Ja, und beim nächsten Mal fangen wir an, Dosenfleisch herzustellen. Ne? Bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Ragnar Bertholdsson.